Auf der Wache Köln-Mülheim geht's heute rund. Gleich zwei Damen brauchen dringend Hilfe von Klaus Wiebel und Arne Schneider. Ich kümmere mich mal rum. Mach mal, ja. Guten Tag. So, gut. So, kann ich Ihnen helfen? Ja, meine Autoscheibe wurde heute Nacht oder früh eingeschlagen. Ja. Wurde eingeschlagen? Ja, ist kaputt. Okay. Gut, das Auto steht draußen? Ja. Während Arne Schneider das Auto begutachtet, kümmert sich Klaus Wiebel um das Anliegen der älteren Dame. Der Radfahrer hat versucht, mich reinzulegen. Er hat gesagt, mit der Ollen kannst du es ja machen. Aber das nicht mit Ihnen, ne? Nein, mit mir nicht. So geht's nicht. Aber wären Sie nicht dabei gewesen, dann hätte es... So, was haben Sie denn damit noch vor? Das ist für euch als Dankeschön. Frau Udinger, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir dürfen es nicht annehmen. Och nö. Ja, es ist so. Es ist leider so. Mach mich doch nicht traurig. Guck mal. Haben Sie schon mal was von Beamtendelikten gehört? Da steht es irgendwo niedergeschrieben, dass wir nichts annehmen dürfen. Es tut mir leid. Also, ich kann Ihnen mal eine Alternative nennen. Wir haben ja um die Ecke die Tafel. Kennen Sie sicherlich auch, haben Sie schon mal von gehört. Und da ist der Korb bestens aufgehoben. Definitiv. Ja, das gute Idee. Noch hat die junge Frau nicht bemerkt, dass aus ihrem Auto auch etwas Wichtiges gestohlen wurde. Also die Scheibe ist nur die Scheibe eingeschlagen oder noch eine? Kann ich das abmachen? Ja, können Sie ruhig machen. Das angucken kann, das Fahrzeug? Okay, gut. Das ist natürlich... Reiße ich mal alles ab. Ja, ich habe es zugeklebt, weil es so frisch jetzt ist, ne? Ja, klar. Das verstehe ich schon. Also, ich sehe schon, mit dem Stein wurde das eingeschmissen, ne? Ja. Die Scherben, okay. Was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, ist irgendwas entwendet worden, weil das sieht jetzt nicht danach aus. Ich habe noch gar nicht geschaut. Aber weil das wäre ja nicht schlecht, weil das müssten wir dann mit aufnehmen, was entwendet wurde. Oder haben Sie den Täter vielleicht sogar gestört, dass Sie rausgekommen sind als der... Mein Ersatzhausschlüssel ist immer hier drin. Der ist... Der Ersatzhausschlüssel? Der ist nicht da. Ja. Meine Güte. Mein Hausschlüssel fehlt. Sind Sie sich sicher? Also den haben Sie auch als letztes... Kommen Sie mal einfach von der Tür weg. Also den haben Sie auf jeden Fall da immer drin gehabt, oder was? Ja, ich habe ihn immer da drin. Ja. Ich nehme einfach mal den Stein mit. Da können wir vielleicht noch Spuren dran sichern. Ansonsten ist jetzt nichts anderes entwendet worden, haben Sie gesagt, ja? Ich habe jetzt nicht groß... Der Schlüssel ist weg, ja. Sonst ich habe nicht sehr viel im Auto drin. Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder rein. Ich mache da nachher noch mal Fotos von. Das lassen wir mal so. Ich mache da nachher noch mal Fotos von. Kommen Sie einfach mal mit rein. Jule Polanski und Michael Weber folgen einem Notruf in ein Mehrfamilienhaus. Nichts ahnend, dass sich die Bewohnerin gerade auf der Wache befindet. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin die Nachbarin, ich wohne hier oben drüber. Ich habe da Geräusche aus der Wohnung rausgehört. Hier, ne? Genau. Okay. Das kann gar nicht sein. Die Frau ist arbeiten. Ja. Da kann überhaupt gar keiner drin sein. Und da hatte ich Angst gehabt und dann habe ich gesagt, ich rufe an. Ach, Sie haben angerufen? Genau. Wunderbar. Was haben Sie denn für Geräusche gehört? Lautes Pochen, Klopfen, Schreie oder was haben Sie gehört? Nee, als wäre da mal was umgefallen. Also schon eindeutig, dass da sich jemand bewegt und auch Schritte habe ich daraus gehört. Wer wohnt denn da? Nur die Nachbarin, die Pia. Nur die Pia? Genau. Die hat aber keinen Freund, Ehepartner oder sonst irgendwas? Nein, gar nicht. Also alleine? Alleine, genau. Okay. Also ich habe auch sonst mit keinem hier groß was zu tun. Ich wohne da drüber alleine, aber die lebt alleine. Mutter oder so? Also nicht, dass ich wüsste, ganz wirklich. Ja gut, wir haben Wollten Sie uns jetzt... Nein, aber ich dachte, wenn da jemand rauskommt, dann... Besprühen Sie den. Ja. Dann riecht der wenigstens gut. Finde ich in Ordnung. Brennt in den Augen. Also, Sie wohnen hier drüber? Ja. Warten Sie mal in der Wohnung. Ja. Wenn da was ist, dann komme ich gleich nochmal auf Sie zu, ja? Okay, super. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank für den Anruf. Gerne. Natürlich, weg ist. Siehst du irgendwas an der Tür oder was? Nein. Nein. Okay. An der Tür ist gar nichts. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Polizei. Die Polizei. Wer sind Sie? Ich bin Sven Ludwig. Sven Ludwig. Sven Ludwig. Ja. Können wir einmal kurz reinkommen? Hier? Das ist die Wohnung von meiner Freundin, ja. Also Sie wohnen hier auch? Ja. Wie heißt Ihre Freundin? Pia. Die Pia. Weiter. Okay. Pia, weiter. Pia heißt die. Pia. Ah, so. Dürfen wir reinkommen? Können wir mal einmal kurz reinkommen? Ja. Sind Sie alleine? Ja. Sonst keiner hier? Nein. Okay. Oh, gehen Sie mal mit rein.
So, und was machen wir jetzt hier? Ich wohne hier. Die sind polizeilich gemeldet hier. Nein. Das ist aber die Freundin, das ist die Wohnung von meiner Freundin. Nehmen wir mal die Hände aus den Hosentaschen. Jawohl. So, das ist die Wohnung von meiner Freundin. Aber für die 1232, machst du mal eine Person? Ab und zu hier, ja, richtig. Also ganz klare Antwort jetzt. Wohnen Sie hier oder sind Sie ab und zu mal zu Besuch bei Ihrer Freundin? Ich bin hier Leopold, ab und zu. Ulrich, Dora, Sie wohnen Viktor. Hier? Nicht? Nein, ich bin aber ab und zu Sie haben uns doch eine Wohnung gerade gesagt, Sie wohnen hier. Ich habe Sie ja gefragt, wer sind Sie? Sie wohnen hier. Sprechen wir eine andere Sprache? Nein, sprechen wir nicht. Anscheinend. Als Jule Polanski erfährt, dass der Mann ein ziemlich langes Vorstrafenregister hat, legt Michael Weber ihm vor der Durchsuchung sicherheitshalber Handschellen an. Was ist das hier? Das ist Spielgeld von Karneval. Ach so, haben wir denn schon Karneval? Nee, vom letzten Karneval. Vom letzten Karneval? Ja. Und damit laufen wir rum? Ja. Aha. Fehlt das Wasserzeichen, ne? Oder? Haben die das geschmissen beim Karneval? Oder wollten Sie das schmeißen? Das ist Spielgeld. Das ist Spielgeld. Und wie kommt das da jetzt in Ihre, laufen dann tagtäglich mit rum? Nee. Nee. Wo kommt das Geld jetzt her? Das habe ich hier geholt, weil das noch hier lag und das wollte ich hier... Und das ist ein normaler Aufbewahrungsort, dann das Geld sich in den Gürtel zu stecken. Warum haben Sie sich das denn nicht in Ihr Portemonnaie gesteckt? Warum haben Sie das denn so versteckt? Komischer. Ja, komisch. Weil es von Karneval ist. Ach, weil es von Karneval ist. Ist das. Bleibst du kurz mal hier bei ihm? Ja. Unterdessen nimmt Arne Schneider auf der Wache die Anzeige der jungen Frau auf. Plötzlich entdeckt er den gerade laufenden Einsatz der Kollegen. Andersenstraße 8, wohnen Sie immer noch? Mhm. Ja? Ja. Okay, weil da haben wir gerade einen Einsatz reinbekommen. Kommen Sie gerade von zu Hause? Ja. Weil da hieß es, dass in der Wohnung bei Ihnen was los wäre. Da ist ein vermeintlicher Einbruch, sollte da gerade stattfinden. Nee, meine Mama ist da. Nee, dann... Bleiben Sie mal. Beruhigen Sie sich mal kurz. Bleiben Sie mal. Bei uns, sicher? Ja, also setzen Sie sich mal wieder hin. Beruhigen Sie sich, weil die Kollegen sind schon unterwegs. Meine Mama ist herzkrank. Also nicht, dass da irgendwie... Ja, die ist zu Hause bei Ihnen alleine. Die ist zu Hause bei mir. Okay. Und das würde ich an die Kollegen mal weitergeben. Weil also sicher, jetzt, dass bei uns ist? Ja, also ich kann mal gucken. Das ist anders in Straße 8. Das ist ja jetzt Ihre Adresse, deswegen hatte ich ja gefragt, ob die noch aktuell ist. Dann würde ich das mal kurz an die Kollegen weitergeben, weil die sind schon unterwegs. Das sind die gerade rausgefahren sind, ja. Die Mutter, ist herzkrank, ist sie bettlägerig oder? Nee, aber die nimmt Medikamente. Die ist auch jetzt zu Hause, ja? Die sollte hoffentlich, nein, ja. Okay, dann gebe ich das mal weiter, Sie beruhigen sich kurz, ja, die Kollegen machen das schon. Die Beamten in der Wohnung beginnen umgehend mit der Suche nach der herzkranken Vermissten. Hier ist die Polizei. Hallo? Ja, hallo. Oh. Was ist passiert? Mein Spray, Herzinfall. Mein Spray. Wo ist das Spray? Hier draußen, meine Tasche. Ja, ich habe eine weibliche Person. Ruf sie mal an RTW. Ja. Gucken Sie mal, können Sie reingucken? Ich weiß jetzt nicht. Krankenwagen ist unterwegs, ja? Krankenwagen ist unterwegs. Geht's besser jetzt? Ich glaube, geht besser. Okay. Was ist das, eine Herzattacke oder? Das habe ich öfter mal. Wie lange sind Sie denn schon in der Toilette? Haben Sie eingesperrt? Ich weiß nicht. Ich habe so viel Angst gehabt. Ich bin hier rein und habe mich versteckt. Ach so, nachdem Sie gehört haben, dass hier jemand reinkommt in die Wohnung? Ja, genau. Okay. Geht schon besser. Alles gut, ja? Also wie gesagt, Krankenwagen kommt. Sie sind die Mutter, nehme ich an. Die Mutter, ja. Okay. Können Sie aufstehen oder wollen Sie erstmal sitzen bleiben, da erstmal zur Luft kommen? Ich glaube, ich gehe jetzt. Es geht schon besser. Ja? Aber wie gesagt, Krankenwagen kommt. Gut. Wir warten auf den Krankenwagen, nicht, dass es jetzt noch schlimmer wird. Nee, es geht. Bleiben Sie so, wie Sie in der besten Position sind. Wenn Sie der Meinung sind, bleiben Sie erstmal sitzen so. Kommen Sie erstmal zur Luft. Wir sind hier, wenn noch was sein sollte. Gut. Ja? Von der jungen Frau auf der Wache erfahren die Beamten, dass es sich bei dem Mann um ihren Ex-Freund handelt. Dieser wusste, dass sie immer einen Zweitschlüssel im Auto aufbewahrt. Nachdem er diesen aus dem Wagen gestohlen hat, ist er auf der Suche nach dem bei ihr gebunkerten Falschgeld in ihre Wohnung eingedrungen. Ihrer Mutter geht's
den Umständen entsprechend gut, haben die können sich gerne wieder hinsetzen. Ja, also denen geht's, der geht soweit ganz gut. Wie gesagt, ihr Ex-Freund wurde in ihrer Wohnung angetroffen. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze mit dem Stein auch mit ihm zu tun hat. Das werden wir ihn dann aber hier nochmal befragen, wenn er hier auf die Wache kommt.